Zuletzt möchte ich Ihnen noch eine Reihe von wichtigen Elementen von Machine Learning vorstellen, 5 Stück. Und diese Elemente sind erstmal teils abhängig voneinander, teils unabhängig voneinander zu sehen, aber es sind wichtige Entscheidungen zum Beispiel, die Sie treffen müssen. Also Sie betreffen wichtige Entscheidungen. Das erste natürlich die Modellbildung. Wie bilden Sie Ihre reale Welt in den Computer ab? Das ist sowieso in der ganzen Informatik eine der wesentlichen Fragen, wie wir im Computer die Probleme der realen Welt lösen können und wie wir die Probleme kodieren können. Aber im maschinellen Lernen haben wir durchaus ein bisschen Auswahl da, wie auch in anderen Bereichen. Aber je nachdem, welche Art von Modellbildung wir wählen, schränken wir uns selbst schon ein. Das heißt, das ist nicht zu vernachlässigen hier, wie Sie Ihren Feature-Raum gestalten, welche Features Sie auswählen, welche Sie für wichtig halten. Denn wenn Sie erstmal Ihre Objekte in den Feature-Raum abgebildet haben, dann können Sie nur noch das lernen, was der Feature-Raum hergibt, nicht mehr. Das heißt, die Modellbildung ist ein entscheidender Schritt, der vorne wegkommt und der wohl überlegt sein wird. Das Zweite, jetzt sehen wir hier schon, das Muster auch erkennen wir wieder, was ich Ihnen beim LMS-Algorithmus gezeigt habe. Ausgangspunkt für die Designentscheidungen bei den Lernverfahren sind erst einmal die Daten, um die es geht, die Beispieldaten. Also das heißt hier, wenn es sich bei der Aufgabe binärer Klassifikation, das heißt Klassifikation von E-Mails in Spam und Nicht-Spam, wenn Sie dafür die Daten vorliegen haben, dann müssen Sie sich für eine Modellfunktion entscheiden. Hier in unserem Beispiel war es das lineare Modell, also die lineare Funktion hier, so wie hier zu sehen. Und diese Funktion hier band oder definiert den sogenannten Hypothesenraum. Wir haben gesagt, eine konkrete Parameterbelegung dieser Funktion ist die Hypothese, das heißt die Vermutung darüber, dass diese Parameter in der Modellfunktion die Beispiele erklären, das heißt die Beispiele, das Problem, das den Beispielen zugrunde liegt, lösen. Und wenn wir uns dann anschauen, wie viele mögliche Konfigurationen dieser Modellfunktion es gibt, dann sind es hier r hoch p plus 1. Das ist der Parametervektor, den wir zurückgehalten haben, den wir zurückbehalten haben. Wir haben am Anfang einen zufälligen gewählt und dann so lange in dem Fall ein bisschen zufällig, durch zufällige Auswahl von Beispielen, an diesen Parametern geschraubt, bis wir einen besseren Parametersatz in diesem Raum gefunden haben. Und es dreht sich auch wirklich darum, Parameter zu suchen, einen Parametervektor in diesem Raum zu suchen. Wir durchsuchen den Hypothesenraum mit Hilfe des Lernalgorithmus. Wie durchsuchen wir den Hypothesenraum? Die Strategie, die dafür eingesetzt wird, ist entscheidend und Sie müssen eine Kostenfunktion oder auch Lossfunktion genannt definieren. Sie haben jetzt vorher eine gesehen, das hier ist sie definiert. Das ist die L2-Norm, also das heißt der quadratische Fehler, Abweichung von der Klasse zum Quadrat. Davon die Ableitung selbst sehen Sie später noch in der Vorlesung. Davon die Ableitung fließt in die Funktion an Zeile 7 des LMS-Algorithmus. Und was wir hier sehen, ist im Prinzip das Ziel, nämlich den quadratischen Fehler zu minimieren. Den wollen wir minimieren. So, kommt direkt eine Frage her. Seine Konsequenz sollte endlich sein. Aber wir wählen ja eh nur zufällige Elemente aus. Deshalb muss es dann endlich sein. In dem Fall wäre es möglich. Ja, aber ja, also im Prinzip ist es möglich. Sie haben recht. Also das heißt, es muss nicht zwangsläufig endlich sein, aber die meisten Verfahren werten den Gänze aus. Und was bei zufälliger Auswahl, wenn wir hier beim LMS-Algorithmus auch schief gehen kann, ist, dass man manche Beispiele gar nicht zu Gesicht bekommt. Ja? Und das ist natürlich, das kann auch problematisch werden. Also es ist schon ein sehr naives Verfahren, so wie es hier zu sehen ist. Wahrscheinlich wird man doch mal alle Beispiele durchgehen. Aber wie gesagt, die Sequenz der Beispiele spielt eine Rolle und vielleicht ist die Zufallsauswahl doch gar nicht so doof, wenn Sie nur daran interessiert sind, die häufigste Art von Beispiel im Feature-Raum zu erwischen und sich für die Randbereiche gar nicht so sehr interessieren. Also da, man kann drüber nachdenken, was man macht. Aber Sie haben recht, ja.
Und das Optimierung, die Optimierung, das Optimierungsverfahren, das habe ich jetzt hier vorn weggenommen, durch die Ableitung ist Gradientenabstieg, stochastischer Gradientenabstieg. Da, deswegen müssen wir die Kostenfunktion hier ableiten, um dann den Update-Term zu erhalten. Nächste Frage. Ja, also vielleicht langweilt sich dann der halbe Raum, aber könnten Sie für mich vielleicht mal ein Beispiel geben, also so zwei März sich ausdenken und dann mal ganz kurz die Stücke durchgehen, was passiert? Es müssen ja nur so zwei März quasi sein. Und ja, Augenblick, da muss ich jetzt nochmal kurz zurückgehen. Beispiele, ein Beispiel. Dann gehen wir mal hier rein. Ich zeige den Algorithmus doch mal. So, da sind wir. Also die E-Mails, die sieht man jetzt hier nur insofern, als dass wir jetzt hier, hier in diesen Beispielen jetzt bestimmte Belegungen verwenden. Das Ganze jetzt im Kopf zu konstruieren, ist dann doch nicht so leicht, aber im Großen und Ganzen können Sie sich vorstellen, dass eine E-Mail drinsteht, kauf mich, und in der anderen E-Mail, hallo, wie geht's? Ja? Und die eine E-Mail, die kauf mich E-Mail könnte Spam sein oder könnte als Spam klassifiziert werden und die andere E-Mail einfach nur als freundliches Hallo. Und jedes einzelne Wort, kauf mich, vielleicht auch das Ausrufezeichen, wenn Sie das machen wollen oder nicht, beziehungsweise hallo, wie geht's, jedes einzelne Wort wird hier zu einer Dimension x. Wir zählen, wie häufig das Wort vorkommt, in dem Fall einmal, ist eine sehr kurze E-Mail. So ist es, genau. Also wir haben so viele Dimensionen in unserem Vektor, wie wir Wörter kennen. Wie groß das Vokabular ist. Nicht mehr, nicht weniger. Wir können auch Wörter weglassen. Das ist ganz uns überlassen. Wir entscheiden, wie dieser Raum aussieht, dieser Feature-Raum. Also Sie entscheiden als jemand, der den Algorithmus konfiguriert. Und das ist im Prinzip schon alles, was wir von den Beispielen wissen. Dann wissen wir noch, das eine, das habe ich ja gerade gesagt, die Kauf-mich-E-Mail ist Spam und die Hallo-wie-geht's-E-Mail ist kein Spam. C ist 1 für die Kauf-mich-E-Mail und C ist 0 für die Hallo-wie-geht's-E-Mail. Okay, also das Fett-X ein komplettes Beispiel, während die geschriebenen X einzeln würden. So kann man das sehen, ja genau. Entschuldigung, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Das hier ist die Repräsentation als Vektor. Wir unterscheiden zwei Notationen hier. Das X ist, bezieht sich auf dasselbe. Das heißt, diese Xe stammen aus diesem X. Das sind die einzelnen Dimensionen dieses X. Genau, Entschuldigung, da bin ich ein bisschen drüber hinweggegangen, aber Sie sehen es auch gleich nochmal. Es ist auch okay, wenn Sie ein bisschen, also ich sag mal, es ist okay, wenn Sie jetzt noch nicht jede Syntaxfeinheit exakt durchdrungen haben. Sie müssen es nochmal durchgehen und ich gebe Ihnen gleich den Schlüssel dafür. Und alles andere ist kanonisch, so wie es ja im Algorithmus implementiert ist. Also das heißt, da haben wir dann keinen Einfluss mehr, der Algorithmus agiert einfach. Es werden irgendwelche Gewichte mit den Häufigkeiten der Wörter multipliziert. Wir stellen fest, ob aus der Funktion 1 oder 0 herauskommt für die Kauf-mich-E-Mail. Wenn eine 0 herauskommt, dann ist der Fehler 1 und wir lernen etwas in diesem Schritt. Wenn eine 1 herauskäme, dann ist der Fehler 0 und wir lernen nichts, wir machen kein Update mehr. Und irgendwann müsste diese Funktion hier unten uns sagen, jetzt hast du genug gelernt, alle E-Mails sind richtig, also alle Beispiele, die du mir gegeben hast, oder die meisten Beispiele sind richtig klassifiziert und deswegen kommen wir auf. Vielleicht vorneweg. Ach nee, machen wir gleich. Komm, jetzt bleiben wir bei den Elementen. So. Genau. Das ist im Prinzip das zweite, Designentscheidung bei der Algorithmenwahl. Es entstellen sich da eine ganze Reihe von Fragen, die gehe ich jetzt nicht einzeln durch, aber letztendlich ist jede einzelne dieser Frage und noch eine ganze Reihe mehr Grundlage für sehr viel Forschung im maschinellen Lernen. Das nächste Element ist die Wahl des Feature-Raums. Welche Struktur soll der Feature-Raum haben? Es entstehen hier unter anderem eine Reihe mathematischer Konstrukte zur Verfügung. Den einen habe ich Ihnen gerade gezeigt. Das ist der sogenannte Inner Product Space oder der Prä-Hilbert-Raum. Und letztendlich, Sie müssen jetzt nicht Mathematik nachlernen in dem Zusammenhang. Das ist nicht nötig an der Stelle. Stellen Sie sich einen Vektorraum vor, wie Sie ihn auch aus der Schule kennen.
auf dem das Skalarprodukt definiert ist, in diesem Fall. Das ist für Algorithmen wie den Gradientenabstieg oder Support Vector Machines der richtige Raum und auch einer der häufigsten im maschinellen Lernen. Ein zweiter möglicher Raum sind sogenannte Sigma-Algebras. Das sind Mengensysteme und wenn Sie den Begriff noch nicht gehört haben, keine Schande über Sie, ist nicht so schlimm, auch ein Begriff aus der Mathematik. Letztendlich sind das die Konstrukte, auf denen Wahrscheinlichkeitsmaße in unserem Fall, wie sie für das maschinelle Lernen relevant sind, aufgebaut sind. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeitsfunktion P spannt einen Wahrscheinlichkeitsraum auf und oder ist Teil eines Wahrscheinlichkeitsraums und der ist eine Sigma-Algebra. Ich gehe nicht weiter darauf ein, ist nur für Sie zum Hintergrund, dass das zwei vollkommen verschiedene Arten von Räumen sind. Hier haben wir einen hochdimensionalen Raum mit orthogonalen Dimensionen und wo man dann die Objekte quasi hineinpackt wie Punkte im Raum. Bei den Mengensystemen sieht das Ganze ein bisschen anders aus, wenn es überhaupt irgendwie aussieht. Das sind einfach Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Vorkommnisse. Ein weiterer Feature-Raum, der vielleicht trifft vielleicht auch mehr auf das Kreditvergabebeispiel zu, denn da waren jetzt zwar größtenteils Zahlenwerte in den Features, aber wir können uns auch nominelle Werte vorstellen, wie zum Beispiel, müssen wir mal Kategorien bilden. Ich bin nicht ad hoc so ein Beispiel, sondern nominelle Werte, also zum Beispiel groß, klein, als mögliche nominelle Werte, wobei unklar ist, was groß und klein bedeuten soll. Das ist ein nomineller Wert. Und wir können auch Feature-Räume uns überlegen, die ausschließlich aus solchen Werten bestehen oder Kombinationen und aus Zahlen und Nomen, die eine klare Bedeutung haben. Was wir hier von oben nach unten verlieren, ist, Struktur. Hier drin gibt es eine klare Struktur, eine räumliche Struktur, wie wir sie im Dreidimensionalen auch gewohnt sind, auch wenn sie im Hochdimensionalen sich etwas anders verhält. Die verlieren wir nach unten nahezu vollständig. Hier bleiben dann nur noch irgendwelche Worte übrig und wir können zum Beispiel keine euklidische Distanz zwischen Wörtern in einem nominellen Feature-Raum mehr ausrechnen. Das geht nicht. Ein weiteres Element ist die Wahl des Klassifikators, zum Beispiel über Klassifikationsproblem. Nehmen wir einen diskriminativen Classifier oder nehmen wir einen generativen Classifier? Hier zwei Beispiele und jetzt zeige ich Ihnen links den diskriminativen und rechts den generativen. Diskriminativ bedeutet, dass durch die Modellfunktion quasi eine Linie im Raum gezogen wird. Bei höherdimensionalen Räumen ist es eine Hyperebene. Und diese Hyperebene soll so gewählt werden, wie hier auch im Beispiel zu sehen, dass sie möglichst hier die zu unterscheidenden beiden Klassen, Plus und Minus, voneinander trennt. Möglichst gut sogar, man könnte sich hier noch andere Linien vorstellen, sondern sie soll möglichst weit von allen Beispielen entfernt sein. Sodass, wenn ein neues Beispiel kommt, wir uns sicher sein können, dass wir wahrscheinlich die richtige Klasse auswählen, je nachdem, auf welcher Seite dieser Linie es sich denn befindet. Demgegenüber stehen die generativen Modelle, die generativen Klassifikatoren, die etwas mehr über die Daten lernen, nämlich die Struktur der Daten ein wenig verstehen lernen, über Wahrscheinlichkeiten, dass es sich um ein Minus handelt und wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung jeweils, dass es sich um ein Plus handelt. Das heißt, wenn wir jetzt ein neues Beispiel bekommen, dann können wir hier eine klare Entscheidung treffen, sofort, ohne einfach nur durch hinschauen, wo ist die Linie und wo ist das X. Während wir rechts uns Wahrscheinlichkeiten ausrechnen können, wie wahrscheinlich es denn ist, dass das X jetzt hier zu den Plussen gehört und wie wahrscheinlich es ist, dass es zu den Minusen gehört. Und darüber eine Entscheidung treffen können. Dieser Unterschied ist fundamental, weil dieses Verfahren ist bedeutend einfacher zu realisieren. Dieses Verfahren ist etwas schwieriger, weil wir mehr über die Daten wissen müssen. Es mag Beispiele geben, wo es nicht so leicht ist, herauszufinden, was die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, weil wir nur eine unzureichende Auswahl haben. Ja, hier kommt eine Frage. Ich würde noch neuronale Netze dort einordnen, weil sie ja eigentlich mehrere Linien einzeichnen, aber trotzdem hat man irgendwie einen. Genau. Sie können sich ein neuronales Netz als eine komplexe Funktion hier durch vorstellen, sozusagen. Also eine nichtlineare Funktion.
Ne? Oder hat eine nichtlineare Hyperebene oder auch eine Kugel oder, ne, oder verschiedene Teile davon. Da können Sie sich im Prinzip nahezu, also sehr viele verschiedene Objekte vorstellen, die da entstehen können im Hyperraum als Trennlinien, Trennebene. Das ist diskriminativ. Ja, das ist diskriminativ, ja. Wir haben jetzt die binäre, also die Frage war, müssen wir immer zwischen zwei Klassen unterscheiden? Wir haben jetzt die binäre Klassifikation als Beispiel herangezogen. Natürlich kann man auch mehr Klassen unterscheiden und das erfordert dann gegebenenfalls auch nichtlineare Funktionen, wenn man in der Lage sein möchte, drei Klassen voneinander zu unterscheiden oder man muss andere Tricks anwenden. Ja, wie gesagt, also wenn die dritte Klasse dazukommt, dann wird es nicht so leicht, drei Klassen zu unterscheiden mit einer Linie. Ne? Genau, also das, ja, da gibt es, Sie sehen, Sie müssen Entscheidungen treffen. Und je nachdem, welche Entscheidung Sie treffen, können Sie etwas erlernen oder Sie können es nicht mehr erlernen. Und das ist eigentlich das Entscheidende, was Sie hier mitnehmen sollen. Nicht schon die letzten Details in allem, sondern einfach nur, dass das ein wichtiger Teil des Machine Learning ist. Genau, und dann kommen wir jetzt zuletzt natürlich noch zu der Frage, also Sie sehen ja hier in dem Beispiel, wir haben haufenweise Daten. Sind wir in einer luxuriösen Situation. Aber wenn Sie jetzt die Frage beantworten wollen, ob Corona noch 2 Jahre länger geht, wo kriegen Sie denn die Daten her? Wie viele Pandemien wollen Sie durchlaufen, um so eine Linie ziehen zu können? Also nein, lieber nicht. Wir müssen anders dahin kommen und das führt uns zum letzten Element, nämlich dem Art des Lernparadigmas, das man frequentistisch nennen kann aus statistischer Sicht oder subjektivistisch. Die frequentistische Sicht ist, dass es irgendeinen uns unbekannten Mechanismus gibt, der Daten generiert. Und diesen Mechanismus, den können wir einfach wiederholen, so oft wir wollen. Hier unten angedeutet am Coinflip. Wir können ihn so oft ausführen, wie wir wollen. Nichts passiert und alle Daten aufzeichnen. Und aufgrund dieser Daten können wir dann Entscheidungen über die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Ereignissen fällen. Und das passiert letztendlich dann hier ganz analog zum Lernen einer linearen Verzögerung können wir jetzt eine Modellfunktion aufstellen, die Wahrscheinlichkeit optimiert oder die eine Hypothese auswählt. Eine Hypothese sind wieder hier die Parameter Theta oder ein Theta-Vektor oder unser Gewichtsvektor von vorhin. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten von Parametern, je nachdem, welche Modellfunktion man hat. Kommen wir auch gleich darauf, was das hier einführt. Deswegen wird hier in dem Fall Theta gleich eine Rolle spielen. Und wir wollen jetzt diese Hypothese auswählen, gemäß der maximalen Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie die Daten erklärt. Beispiel, Coinflip. Dass, wenn ich Ihnen eine Münze gebe und Sie herausfinden sollen, ob sie fair ist oder nicht, was machen Sie? Nun, ganz einfach, Sie werfen sie ganz häufig und stellen fest, was passiert. Das ist genau die frequentistische Denke, die sagt, wenn wir ein Wahrscheinlichkeitsexperiment nur oft genug wiederholen, dann ist das, was sozusagen woraufhin sich die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen des interessierenden Ereignisses bewegt, wahrscheinlich der Grenzwert und die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses. Das ist alles. Deswegen setzen wir hier darauf, wir sind in genauso einer reichen Situation wie vorher beim linearen Modell, dass wir sehr viele Daten erzeugen können. Wenn wir also diese Funktion für die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze fair ist, also dass die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel dafür, dass sie Kopf zeigt, lösen wollen, nehmen wir einfach die Binomialfunktion. Die ist hier aufgeführt. Wenn Sie das noch nicht kennen, ist jetzt nicht schlimm, aber das ist die Binomialfunktion, die spezifisch für solche Zufallsexperimente wie binäre Coinflips geeignet ist. Nächste Frage. Naja, der Mechanismus ist deshalb versteckt, weil Sie mir nicht erklären können, warum und wie die Münze so landet, wie sie landet. Wenn Sie das perfekt vorhersagen können, dann bräuchten wir keine Wahrscheinlichkeiten mehr. Dann wäre der Münzwurf vorhersagbar, bevor ich die Münze werfe. Können Sie nicht. Deswegen ist das hier ein Ereignis, das mit einer Wahrscheinlichkeit assoziiert werden muss. Es geht gar nicht anders. Ja, nächste Frage. Versteckt heißt dann in dem Sinne zufällig. Also der Mechanismus ist schon klar. Ich kann den Münzwurf immer wiederholen. Es ist ganz klar, was ich tun muss, um den Münzwurf. Also da ist schon Determinismus. Aber das Ergebnis ist zufällig.
Das Verfahren ist deterministisch. Naja, also im Großen und Ganzen, das ist eine gute Frage jetzt an der Stelle. Ich sag mal so, wir kennen den Mechanismus, so mal so. Das heißt, es gibt nur diesen Mechanismus, der dieses Zufallsexperiment erzeugt. So kann man es erklären. Weil es gibt da gleich nur das Gegensatz und der kommt jetzt beim Frequentismus, dass wir irgendein ambivalenten Mechanismus haben, der Daten generiert. Irgendein Phänomen. Zum Beispiel ein Vulkanausbruch. Pandemie. Alles unnähere, einzigartige Ereignisse, die man vielleicht noch jetzt im Falle der Pandemie, mit der Pandemie von 1900, der spanischen Grippe, ich weiß nicht wann sie war, 1900, da reicht das Datenpunkt nicht. Die Welt war eine komplett andere. Und dieser versteckte Mechanismus generiert ein Datum im Extremfall. Nur eins. Und jetzt sollen wir sagen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass das Datum eintritt oder nicht? Wie wahrscheinlich ist es, dass Menschen zum Mars fliegen werden? Wird nur einmal passieren. Dann ist es vorbei. Dann ist es passiert und es passiert weiter oder nicht. Kann auch sein, dass es nur genau einmal passiert. Wissen wir nicht. Wie wahrscheinlich ist all das? An dieser Stelle haben wir nur eine Wahl. Wir müssen subjektivistisch werden und das bedeutet, übersetzt, wir fragen Experten. Was die denn davon denken, wie wahrscheinlich sie es halten, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt. Wenn ihnen jemand eine Münze anbietet und sagt, wollen wir spielen, Wette, dann müssen sie sich überlegen, ob sie die Wette eingehen wollen. Ob die Münze fair ist, die ihnen angeboten wird oder nicht. Kann man ihr nicht ansehen. Und dafür können wir jetzt verschiedene Menschen befragen oder sie können sich selbst eine Wahrscheinlichkeitsverteilung überlegen, mit der die Münze fair ist oder nicht. Die meisten Menschen, wie hier jetzt zu sehen, haben die Annahme, die Voraussetzung, oder die Prior, dass die Münze ist fair, zu 95% wahr ist, in 95% der Fälle, wenn ihnen jemand eine Münze anbietet. Und dann gibt es doch diejenigen, die sagen, die 5%, nee, die ist nicht fair, die Münze wird wahrscheinlich gebiased sein, so zu 75% als Annahme. Also das heißt, 75% fällt Kopf oder Zahl. Der Teil, wo sie verlieren, sagen wir es mal so. Und jetzt können sie anhand dieser vorab Überzeugungen, dieser Beliefs, eine Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Daten. Denn die Münze können sie ja weiterhin häufig genug werfen. Naja, da kommt jetzt so ein bisschen dazu. Natürlich wäre hier schon Schluss beim Marsflug. Wir können nur Experten fragen. Viele Daten haben wir nicht. Vielleicht können wir noch mehr Wissen aufnehmen. Aber zumindest hier gibt es den Mechanismus noch, den wir ausprobieren können. Oder wenn Ihnen jemand sagt, dass es passiert ist, können Sie auch im Nachhinein sagen, wie wahrscheinlich das denn wohl gewesen wäre. Und da kann man dann schon Daten darüber auswerten und sammeln und abhängig, das heißt hier diese bedingten Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, abhängig von den Beliefs, wie wahrscheinlich sind die Daten. Und das Ganze verrechnet, und jetzt passiert etwas, das gegebenenfalls auch schon bekannt ist, mit der Hilfe der Naive-Bayes-Formel, ergibt dann eine Auswahlheuristik dafür, welche Hypothese wahrscheinlich wahr ist. Das heißt, diese hier oder diese hier. Abhängig davon, welche Münzwurffolge sie erhalten und unter Einbeziehung dieser Verteilung von vorher gemachten Annahmen darüber, was wahrscheinlich wirklich der Fall ist. Da hinten gibt es eine Frage. Das ist statistisches Lernen und maschinelles Lernen. Ja, wo ist das Lernen? Aber wo ist denn das maschinelle Lernen beim linearen Modell? Das ist doch Gradientenabstieg. Ja, das ist ja auch Mathematik. Ja, aber hier kommt auch am Ende was raus. Sie treffen Entscheidungen. Nicht der Unterschied, dass das eine deterministisch ist und das andere nicht. Also jetzt, wenn wir hier was ausrechnen, ist es ja immerhin noch deterministisch und das ist, finde ich, ja schon noch was anderes als beim Gradientenabstieg, wo wir zufällig initialisieren, oder? Also sozusagen, diese Entscheidung können wir quasi mathematisch nachvollziehen und wir wissen genau, warum wir zu dem Ergebnis gekommen sind, bei dem wir gelandet sind, während wir das beim Gradientenabstieg nicht wissen. Nun ja, doch beim Gradientenabstieg wissen Sie ganz genau, warum Sie gelandet sind, wo Sie gelandet sind. Das macht ja der Gradientenabstieg. So, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre der Gradientenabstieg ja wertlos. Also nein. Ja. Ne? Also nein,
das ist vielleicht auch vielleicht eine Erkenntnis, Machine Learning ist angewandte, skalierte Mathematik. Und auch diese Verfahren hier sind von besonderer Bedeutung im Machine Learning.